Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Connex Bau, Grund und Boden, die einzige nicht substituierbare Ressource. Ein gesellschaftspolitisch brisantes Thema mit drei absoluten Fachexperten, ganz besonders voran Professor Christoph Achammer, den ich ganz herzlich hier begrüßen möchte. Und dann möchte ich begrüßen Herrn Walter Hammertinger von der Value One, auch Mitglied in der Arbeitsgruppe Grund und Boden, und Herrn Gerald Beck von der UBM Development Österreich GmbH. Schönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Und wir sind jetzt sehr gespannt auf einen hoffentlich sehr kontroversen, Diskussionen auslösenden Vortrag von Herrn Achammer und werden dann, denke ich mal, in eine urspannende Diskussion gehen. Ich möchte das Wort gerne an Professor Achammer übergeben. Vielen Dank. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Als erstes möchte ich meinen beiden Kollegen, die Gelegenheit geben, sich kurz selbst vorzustellen. Wir haben in den letzten 1,5 Jahren mit etlichen anderen, aber im Wesentlichen wir drei, uns mit dem ursächlichen Thema Verknappung auseinandergesetzt und sind nach einer kurzen Diskussionsfrist dazugekommen, dass wir uns auf, wie im Titel steht, die einzig nicht substituierbare Ressource, nämlich Grund und Boden, konzentrieren. Eine Verknappung von Grund und Boden, die ich in einem anschließenden kurzen Impulsvortrag Ihnen ein bisschen näher bringen möchte. Aber vielleicht darf ich dich, Gerald, als erstes bitten, dich kurz vorzustellen und deine Positionierung in der Diskussion der letzten 1,5 Jahre darzustellen. Ja, vielen Dank. Entschuldige, dass ich die Maske aufhabe, aber ich bin bei uns im Büro und bei uns herrscht Maskenpflicht. Insofern werde ich etwas lauter sprechen, um mich auch entsprechend verständlich zu machen. Ja, wir haben das Thema Grund und Boden die letzten 1,5 Jahre sehr intensiv, auch teilweise sehr kontroversiell diskutiert. Ich glaube, der Common Sense und der Sukkus ist, dass es im Bereich von Umwidmungen eine Reihe von Windfall-Profits gibt, die uns als Projektentwickler natürlich ab und zu freuen, aber im Wesentlichen doch immer mehr in eine Grund- und Bodenbevorratung und Spekulation führen, die ja am Ende des Tages nicht Sinn der Sache sein kann. Und hier Instrumente zu überlegen, die sinnvoll eine Steuerung verursachen, war die Aufgabe, die wir in den letzten 1,5 Jahren diskutiert haben. Wohl wissend, dass das eine Riesenaufgabe ist, weil das ja nicht nur eine Ländersache ist, sondern in Wahrheit über alle Bundesländer, wo das ja rechtlich angesiedelt ist, ja über ein System funktionieren sollte, um keine Unterschiede hervorzurufen. Was ich glaube, ist, dass es keinen Quick Deal geben wird, was dieses Thema betrifft, aber was, glaube ich, sehr wichtig ist, ist, dass man die Diskussion anregt und dass man sich gemeinsam überlegt, wie man hier Instrumentarien schaffen kann, um den gegenwärtigen Zustand zu verbessern. Vielen Dank. Ja, zu meiner Position, Entschuldigung, ich bin Geschäftsführer in der UBM Österreich und daher auch über ganz Österreich für die Projektentwicklung zuständig und natürlich mit diesen Themen tagtäglich in allen Bundesländern beschäftigt. Dankeschön. Also ein wirklich Betroffener, das war uns dreien auch ganz wichtig, dass wir versuchen, eben aus der täglichen Arbeit mit diesem Thema heraus zu möglicherweise realisierbaren, wenn auch radikalen Lösungen zu kommen. Walter Hammertinger, bitte. Morgen von meiner Seite. Walter Hammertinger, bin geschäftsführender Partner in der Value One Development, also dem Development Ast verantwortlich für Österreich, der Value One Holding. Wir haben das gleiche Thema natürlich wie der Gerald Beck. All unser Tun passiert auf einem Stück Grund und Boden. Ja. Jede Immobilie hat den Anfang irgendwann bei einer Liegenschaft. Und das ist derzeit die größte Herausforderung, dass wir Projektentwicklung unterschiedlich sehen können. Also Projektentwicklung ist für mich ein fertiges Immobilienprodukt auf den Markt zu bringen, das für den Kunden passt. Und nicht eine reine Wertsteigerung auf einer Liegenschaft herbeizuführen und diese Liegenschaft dann möglichst oft weiterzudrehen. Also nach der Greater Fool Theory, es gibt immer einen nächstblöderen, der noch ein bisschen mehr zahlt für die Chance, die sich möglicherweise ergibt auf dieser Liegenschaft. Und ich glaube, das ist genau bei dieser Ressourcenart, die wir da vor uns liegen haben, kann das nicht der richtige Zugang sein, sondern es sollte nicht der belohnt werden, der mit der Liegenschaft spekuliert, sondern es soll ausgewogen passieren in einem Zusammenspiel zwischen Liegenschaft, zwischen
Stadt mit der notwendigen Infrastruktur oder Land mit der notwendigen Infrastruktur und dann mit dem Gut, das darauf entsteht, nämlich für den Kunden, der die Immobilie nutzt, Lebensraum, Arbeitsraum, Kultur, alles, was wir auf alles, was wir jetzt in den letzten Monaten, fast Jahren schon zum Teil verzichten mussten, ist ja alles beheimatet am Ende der Tage in einer Immobilie. Und die steht halt nun mal auf Grund und Boden. Und ich glaube, es gibt viele Instrumente, die etwas zu sperrig sind, damit man diesen Grund und Boden wesentlich besser und effizienter und nachhaltig, werthaltig nutzen kann. Und das ist das Spannende gewesen, nebst dem, dass ich gerne diskutiere und auch immer ja, andere Ansätze auch gern mal drehe. Aber freut mich, dass wir in dieser Runde die Möglichkeit haben, auch weiter zu diskutieren. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Und dann darf ich jetzt zu diesem angekündigten Kurzstatement kommen, um so ein bisschen Sense of Urgency Ihnen weiterzugeben. Jetzt muss ich dann nur schnell... Warte, gib mir noch eine Sekunde, weil ich da versprochen habe, dass ich das Video optimiere. So. Na. So, aber jetzt. Komm. So will er nicht. Kommt gleich, Sekunde, Entschuldigung. So. Aber jetzt. In Wirklichkeit möchte ich Sie ganz kurz durchführen durch die einmal Wichtigkeit unserer Branche letztlich. Ein paar Zahlen für Österreich, fast 52 Milliarden Umsatz macht die Bauwirtschaft. Wir haben mehr Beschäftigte als der Tourismus und wir sind verantwortlich für 80% aller Assets unserer Volkswirtschaft. Produzieren fast 25 Milliarden Bruttowertschöpfung. In der Welt ist das noch ein bisschen extremer. Wir machen fast 1,5 Billionen Umsatz und haben etwa 40% dieses Umsatzes ist die Kapitalisierung der Gesellschaften der Bauwirtschaft. Auch das ist so ein bisschen ein Hinweis, wie Umsatz und Werthaltigkeit von Gesellschaften hier zusammen sind. 100% des Verbrauchs von Grund und Boden geht auf unser Konto. Ein bisschen davon abweichend sind die Themen, die zur Gewinnung von Rohstoffen passiert, aber im Wesentlichen, also 98, irgendwas Prozent, haben wir zu verantworten. Und wie wir einleitend festgestellt haben, ist Grund und Boden in Wirklichkeit, wenn wir uns alle Themen des Bauens anschauen, die einzige nicht substituierbare Ressource. Für fast alle Materialien, ganz besonders auch für Energie und ähnliche Themen, haben wir zumindest unerschöpfliche Ressourcen, die wir noch nicht wirklich alle nutzen können. Aber wir sind uns einig, Grund und Boden ist einmal nicht mehr. Und wenn wir uns die Welt anschauen, dann haben wir circa ein bisschen mehr wie ein Viertel unserer Weltoberfläche ist Land, auf dem wir bauen können, wenn wir nicht die Meere überbauen wollen. Und dieses Land wird noch einmal reduziert, etwa auf die Hälfte, auf 14%.
weil von diesem gesamten Land der Dauersiedlungsraum nur etwa 53,7% ist. Ja. Da, große Teile sind arid und nicht nutzbar. Was bedeutet das für Österreich? Österreich ist natürlich, also wohl Europa ist ein ganz geringer Teil dieser weltweiten Landmasse, nämlich deutlich unter 10%. Auch das ist ganz interessant, sich einmal damit auseinanderzusetzen, wie so eine eigentlich unbedeutende Halbinsel Asiens und eine Landmasse, die weniger wie 10% betrifft, doch in der Welt derartig bestimmend sein konnte. Und Österreich ist, wie gesagt, weniger wie 1% macht es dieser, wie 0,1% der Landmasse macht das aus. Erlauben Sie mir, dass ich in den nächsten Folien immer auch noch ein bisschen hyperpatriotisch bin, und weil mein Geburtsland und Heimatland Tirol in all diesen Landdiskussionen wahrscheinlich die prekärste Situation in Österreich, vielleicht sogar in Europa hat. In Österreich, wir haben nur 15% der Landesoberfläche von Österreich und davon nur einen Dauersiedlungsraum von etwa 12%. Und erstaunlich, 0,4% dieses gesamten Raumes ist Baufläche und 1%, also 2,5-mal so viel, ist Verkehrsfläche. Was das bedeutet, das zeige ich Ihnen ein bisschen später. Wenn wir das auf Österreich ausdehnen, nicht der österreichische Dauersiedlungsraum ist deutlich größer, etwa 37% der Oberfläche in Österreich ist als Dauersiedlungsraum. Wie gesagt, in den alpinen Regionen, wie zum Beispiel in Tirol, reduziert sich das auf 12%. Und hier habe ich Ihnen eine Statistik mitgegeben, wo Sie sehen, was sich zwischen 2009 und 2019 getan hat. Ja. Die Baufläche hat sich etwa um fast ein Drittel gesteigert, die versiedelte Fläche um 20%. Diese Statistiken sind immer ein bisschen bebautes Land, Verkehrsfläche und wirklich versiegelte Fläche. Und in Tirol ist das ganze Thema noch verschärft. Ja, da geht die versiegelte Fläche bis auf 30% hinauf. Was bedeutet das in Österreich, dass wir pro Tag circa immer noch, obwohl sich das halbiert hat in den letzten Jahren, aber in den letzten 10 Jahren etwa 230.000 Quadratmeter, also 23 Hektar pro Tag wurden an Bauland verbraucht. Heute hat sich das reduziert auf etwa 13 bis 14 Hektar pro Tag. Und in Tirol ist das etwa ein Zehntel davon. Allerdings erstaunlich, dass bei dem geringen Anteil, der dieses kleine Bundesland hat, fast 25% aller in Österreich versiegelten Verkehrsflächen in Tirol passieren. So ein bisschen Sense of Urgency am Beginn. Ich glaube, man muss jetzt nicht diese Dinge im Sinne vom Club of Rome extrapolieren, um zu erkennen, ab welchem Zeitpunkt wir keine nicht mehr versiegelten Flächen haben, sondern wir sollten uns eigentlich überlegen, auf welchen Ebenen wir auf diese Dinge maßgeblichen Einfluss haben könnten. Und wir sind in unserer Gruppe relativ schnell zum Ergebnis gekommen, dass es zwei ganz maßgebliche Ebenen gibt, die mit den bestehenden gesetzlichen Maßnahmen sofort verändert werden könnten. Ich habe das erste genannt, Gesetzgebung über Raumordnung und Bauordnung. Beides Dinge sind ja Maßnahmen, die im hoheitsrechtlichen Bereich passieren, die auch akzeptiert sind, die gesetzlich fundiert sind. Auf der zweiten Ebene das Thema Mobilität, das eine unmittelbare Folge und vernetzt ist mit diesen gesetzlichen Rahmenbedingungen. Und die dritte und heikelste Geschichte sind Eingriffe in die Ökonomie und das Schaffen von ökonomischen Rahmenbedingungen. Davon später. Ich beginne mit der Raumordnung. Der Kollege Eberle hat an der ETH Zürich eine sehr schöne Dokumentation mit seinen Studierenden verfasst und hat es in einem Buch herausgeschrieben, Dichte und urbane Qualität oder räumliche Qualität, und hat festgestellt, dass Privatheit eigentlich beginnt bei einer Dichte, ich spreche immer von oberirdischer Bruttogeschossfläche zu Grundstücksfläche, von kleiner als 0,4. Was das bedeutet, sehen Sie so in einem klassischen Villenviertel als Bild dargestellt.
Also kleiner wie 0,4 bedeutet für den Nutzer Privatheit und für die Öffentlichkeit einen Landschaftsteil, und ich benutze bewusst diesen Begriff Landschaftsteil, einen bebauten Landschaftsteil, der auch für die Öffentlichkeit nicht nur in ökologischer, auch in räumlicher und optischer Hinsicht einen Mehrwert bedeutet. Und auf der anderen Seite beginnt urbane Qualität bei einer Dichte von circa, da streiten sich jetzt die Geister, 1,2 bis 1,5. Also ab einer Verdichtung von 1,5 beginnen sich urbane Räume zu gestalten. Das, was wir kennen, eine ablesbare Straße, ein Platz, ein durch Gebäude gebildeter Raum. Ich sage das deshalb ein bisschen, weil das in Wirklichkeit für ganz Österreich gilt, ja, dass der überwiegende Teil der Dichten, natürlich nicht in den Zentralstädten, aber über ganz Österreich zwischen 0,5 und 1,2 ist. Also weder Privatheit noch öffentlichen und urbanen und qualitativ hochwertigen Raum schafft. Das ist einmal die eine Geschichte der Frage der Dichte. Die zweite Geschichte in Bezug der Raumordnung ist die Frage der Bauweise. Und da habe ich auch meinen Studierenden immer wieder dieses Beispiel gezeigt. Ja. Wir wissen natürlich, dass 70% aller Österreicher gerne im sogenannten freistehenden Haus wohnen. Ich sage bewusst nicht ein Familienhaus, im freistehenden Haus. Und Sie sehen hier in einer Gegenüberstellung der zwei kleinen Begriffe, offene gegen geschlossene Bauweise, was das bedeutet. Grundstücksfläche ist jeweils immer die gleiche, nämlich 400 Quadratmeter. Das ist schon an der oberen Grenze eines Einzelgrundstücks. Sie müssen etwa feststellen, dass in meiner Heimatstadt ein Baugrundstück zwischen 1500 und 1700 Euro pro Quadratmeter kostet für Villenbebauungen, nicht in der Zentralstadt, und im Umkreis nicht unter 1200 Euro erhältlich ist. Die bebaute Fläche ist auch gleich in beiden Varianten, ja, in der geschlossenen Bauweise und in der offenen Bauweise. Und jetzt kommen die Unterschiede. Die Außenwandabwicklung, ja, ist im freistehenden Bereich 2,4 mal höher. Die Erschließung verdoppelt sich bei dieser sogenannten freistehenden Immobilie. Die Anzahl der Nachbarn, der beeinflussenden Nachbarn, ist 2,5-mal so hoch, weil Sie werden mir zugeben, dass mit 4 oder 5 Meter Abstand bis zur Grundstücksgrenze eine unmittelbare Beeinflussung immer gegeben ist. Und ich habe in der freistehenden Geschichte eben mal 5. Und im anderen Bereich habe ich immerhin dazwischen über 40 Meter Freifläche und habe einen linken und einen rechten Nachbarn. Also allein mit einem Bekenntnis zu einer geschlossenen Bauweise oder einer geschlossenen Bauweise à la Steiermark mit einer Bauweiche, wo man dann nur mit einem Meter durchgehen kann, würden sich dramatische Grundstückseinsparungen ergeben können. Wenn ich dann eine Ebene tiefer gehe, ja, und das sind alles nur punktuelle Beispiele der Stellplatzverordnungen, dann sehen Sie, dass das Verordnungen sind, die Relikte aus dem letzten Jahrhundert sind. Und wenn wir über leistbares Wohnen sprechen, dann habe ich Ihnen zusammengestellt, dass bei einer durchschnittlichen Wohnungsgröße von 60 Quadratmetern der Stellplatz ca. 20.000 Euro kostet, in einer Tiefgarage also fast 20% der Kosten verursacht. Und wenn wir die gebauten Quadratmeter sehen, dann sind es fast 40% der Quadratmeter, die man bauen muss, um das Auto unterzubringen bei diesen Stellplatzverordnungen. Also auch hier kann unmittelbar eingegriffen werden, noch dazu, wo es diesen Bedarf gar nicht mehr gibt. Das werden meine Kollegen aus der Projektentwicklung zweifellos bestätigen können. Zur Mobilität muss man sagen, dass der Unterschied oder der Komfort öffentlicher und individueller Mobilität eine klare Funktion der Dichte ist. Ja. Erst ab einer gewissen Dichte ist es zumutbar, komfortablen, also sprich hochfrequenten öffentlichen Verkehr zu installieren.
Und dasselbe bedeutet natürlich, dass die Möglichkeiten der Verbindungen von Fußgängern, von Radfahrern und dann der Notwendigkeit von Individualverkehrserschließung auch eine Frage der Dichte ist. Der VCÖ hat in einer sehr intensiven Studie dargestellt, dass logischerweise der Motorisierungsgrad mit ansteigender Dichte dramatisch zurückgeht. Ja. Ich weiß es von meinen 5 Kindern, die in europäischen Großstädten leben, die keines von denen will mehr oder hat mehr ein Auto, weil es einfach nicht notwendig ist, ab einer gewissen Dichte kontinuierlich ein Individualverkehrsmittel zu haben. Natürlich nutzen die das, wenn sie in Verkehrsverbindungen aufrecht oder annehmen müssen, die eben genau nicht dieser Dichte unterliegen. Aber wir haben ja gerade erlebt eine etwas komische Zeit, wo wir gezwungen waren, auch von zu Hause zu arbeiten. Und wir sind uns alle sicher, dass diese drastische Entzerrung von Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und sich erholen zugunsten von multifunktionaleren Strukturen sich verändern wird. Und multifunktionalere Strukturen haben zwangsläufig die Folge, dass Verkehrsbewegungen reduziert werden, und wenn sie in entsprechender Dichte und Multifunktionalität geschaffen werden. Was das bedeuten kann, zeige ich Ihnen hier an einer klassischen Straße, ja, die so 13 Meter breit ist, links und rechts einen Gehsteig hat und in der Mitte im Wesentlichen dem ruhenden, aber auch dem fahrenden Verkehr gegeben ist. Und in einer Quartiersgröße von, na sagen wir mal, 300 mal 300 Metern, ich glaube, es ist jedem zumutbar, 150 Meter zu einem möglichen Stellplatz zu gehen, der dann in einer Hochgarage realisiert werden kann. Wir sprechen hier von Quartieren. In ganz Europa nimmt diese Quartiersentwicklung dramatisch zu, übrigens auch in Bestandsstädten. Überlegen Sie sich einmal, was 300 mal 300 Meter bedeutet. Das sind 2 aneinandergereihte Quartiere vom Gürtel bis zum Ring. Und innerhalb dieser Quartiere gibt es so gut wie keinen Verkehr. Außer, dass Sie die kranke Oma und die Bierkiste anliefern und dann fahren Sie die 150 Meter und stellen Ihr Fahrzeug wieder ab. Und auf der anderen Seite haben Sie dann plötzlich die Möglichkeit, 30% der Landesoberfläche, das sind diese Straßen, die ich Ihnen morgen zeige, Bewuchs und Fußgängern zurückzugeben und an ein Auto in Schrittgeschwindigkeit diese Erschließungsfunktion. Bedarf von Verkehr und Transport, glaube ich, kann nicht besser dargestellt werden als am Beispiel von 72 Personen. Und wenn Sie sich vorstellen, dass dieses rechte Bild plötzlich begrünt ist und unsere Kinder wieder im öffentlichen Raum sich spielerisch bewegen können, dann ist das ein Mehrwert auch für diese Immobilien innerhalb dieses Quartiers, der gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Und nun zum letzten Teil, dem kritischsten Teil zweifellos, der ökonomischen Verwerfungen, die diese Verknappung von Grund und Boden provoziert. Einmal, dass durch diese hoheitsrechtlichen Aktivitäten wie Flächenwidmung und Bebauungspläne in der Regel, Klammer auf, mit Ausnahme sogenannter städtebaulicher Verträge, wo also durch Verhandlungsoptionen durch die Hintertüre das etwas abgemindert wird, aber in der Regel Widmungsgewinne zur Gänze privatisiert werden, obwohl der Eigentümer gar nichts dafür kann, wenn er vom Spargelfeld plötzlich zum Einkaufszentrum wird und ihm Geldern der öffentlichen Hand daneben eine Autobahn mit Autobahnanschluss oder vielleicht noch besser eine U-Bahn mit U-Bahnanschluss gebaut wird. Eine Rückwidmung derselben, also Widmungsverluste, werden vergesellschaftet, weil nach aktueller Gesetzeslage der Eigentümer berechtigt ist, hier entschädigt zu werden. Was heißt das? Was heißt das? Wir wissen, dass trotz krampfhafter Bemühungen in den letzten 15 Jahren in der westlichen Welt und somit auch in Europa
Inflation nicht stattgefunden hat. Weil der Warenkorb, der die Inflation misst, lauter Güter beinhaltet, die unter normalen Bedingungen kontinuierlich billiger werden. Und deshalb hat es keine Inflation gegeben. Mit Ausnahme in zwei Bereichen. Einmal im Bereich der Finanzanlageprodukte, Aktien etc. Und auf der anderen Seite, ja, Sie erraten es, bei Grund und Boden. Und wenn Sie sich anschauen, was die echte Inflation war in den in den Jahren 2000 bis 2009, 2015, 2019 und was die Inflation des Baulandes war, dann sehen Sie, dass wir hier über Faktoren reden, die zwischen dem 2- und 5-fachen liegen. Und wenn ich das aktuelle letzte Jahr nehme, die Bodenpreise sind quer über Österreich zweistellig gewachsen, in den prekären Lagen wieder in meinem Heimatland von fast 20% pro Jahr. Und das ist niemandem zu verdenken, der auf einem Haufen Geld sitzt, dessen Geld in jeder anderen Anlage kontinuierlich entwertet wird. Wenn Sie es in der Schweiz deponieren, 70 Basispunkte, in Österreich 50 Basispunkte. Und da gibt es ein Produkt, das jährliche Steigerungen im zweistelligen Prozentsatzbereich hat, wenn ich es denn nur erwerben kann. Und dieses Produkt ist das endliche, nicht substituierbare Produkt Grund und Boden. Es ist nie keinem Finanzanleger übel zu nehmen, dass er sich auf diese Produkte stürzt. Und wenn wir das erkennen, dann müssen wir einsehen, dass Grund und Boden durch ordnungspolitische Maßnahme als sogenannte spekulative Commodity dem Markt entzogen werden muss. Die große Frage ist natürlich nur, wie. Also wir sind uns alle einig, Enteignung findet nicht statt, kann nicht stattfinden. Der Eigentumsbegriff in Zentraleuropa ist so hoch angesiedelt, dass hier ein Eingriff schwer möglich ist. Was aber schon denkbar ist, und das sind jetzt ein paar Ideen, mit denen ich die Diskussion eröffnen möchte, in Wirklichkeit geht es uns ja eigentlich beim Grund und Boden, ähnlich wie bei vielen anderen Gütern, die wir für unser Leben zu nutzen beginnen, dass wir Grund und Boden nutzen wollen. Wir müssen es nicht eigentlich besitzen. Dass die Finanzindustrie auf dieses Thema bereits aufgesprungen ist, können Sie erkennen, dass es bereits große Fonds gibt, die in bestehenden Anlagen den Eigentümern das Grundstück abkaufen und das Grundstück mit einem 40-, 60-, 80-jährigen Baurecht belegen, somit die Investition deutlich leichter machen, also in bestehenden Nutzungen, nur weil Grund und Boden eben eine Commodity ist, die das auszahlt. Bedeutet aber, den durchaus sinnvollen Prozess der Beschleunigung vom Eigentum zur Nutzung. Die zweite Idee, die ich mit Ihnen teilen möchte, ist die eines wertgesicherten Eigentumserhalts, aber eben nur wertgesichert, heißt zu einem Stichpunkt X einigen wir uns, dass Grundstücke nur mehr wertgesichert an Wert steigern können und dass darüber hinausgehende allfällige Werterhöhung in einem Transaktionsprozess, also wenn es verkauft wird, der Allgemeinheit zugutekommt oder die Allgemeinheit ein Vorkaufsrecht für diesen Grund und Boden hat. Bedeutet also keine Enteignung, bedeutet nur eine Verhinderung von Spekulation, auch mit der Vorkaufsrechte der Allgemeinheit. Und last but not least, sind Ideen entstanden, die insbesondere im Bereich von Value One ja bereits in einigen Quartieren realisiert wurden, dass wir beginnen, Baurechte in mehreren Ebenen zu vergeben, um eben Multifunktionalität in der Nutzung wieder des Grundstücks zu erreichen. Und damit meine ich, könnten wir in die Diskussion einsteigen und freue mich zuerst einmal auf die Beiträge meiner beiden Kollegen und möchte dann den Floor für alle öffnen. Weiß nicht, Gerald oder Walter, vielen Dank, Christoph, für deinen sehr interessanten Vortrag. Ich habe auch einige neue
Elemente mitgenommen, die natürlich wie immer von dir sehr, sehr interessant und aufschlussreich sind und natürlich die Thesen, die du vertrittst, auch sehr wirkungsvoll unterstreichen. Insofern vielen, vielen Dank dafür. Ja, ich glaube, das Thema, was mich am meisten treibt, ist das Thema der Aufzonung und was machen wir mit Aufzonungsgewinnern. Der Christoph Achammer hat ja das Thema des Spargelbauern sehr plakativ gebracht. Ja. Und das ist ja etwas, was derzeit in Wien und auch im Wiener Umland relativ intensiv passiert. Das Grünland, wo eben die Spargel gezogen werden, zu Bauland wird und diese Grundstücke ja eine enorme Aufwertung erfahren. Und das Grünland, das vorher einen Wert X hatte, hat dann plötzlich den Wert 10X. Faktum ist auch, dass beim Verkauf dieser Grundstücke der Projektentwickler ja bereits die Aufzonung zahlt und in vielen Fällen ja bereits auch einen möglichen Deckungsbeitrag, den er sich aus diesem Grundstück erhofft, mitzahlen muss. Das führt zu einer Explosion dieser Preise. Und wenn man beispielsweise Aspern U-Bahn-Nähe hernimmt, dann hatten wir dort vor 5 Jahren hatten wir Nutzflächen, Grundstücksanteilswerte von 500 Euro. Dann ist es auf 700 gegangen. Da haben wir schon gesagt, das ist ein Wahnsinn, wo das hingeht. Mittlerweile sind wir beim Doppelten. Also das geht auch sehr, sehr flott. Die großen Gewinner aus diesem Umstand sind natürlich die Grundeigentümer. Jetzt ist Wien aber natürlich mit seinem Thema der Zweidrittelförderung für Wohnbauten ja bereits den Weg gegangen, hier entsprechend gegenzusteuern und dem Ganzen einen gewissen den Zahn zu ziehen, um zumindest einmal einen geförderten Wohnbau bewerkstelligen zu können. Allerdings hat das auf die Grundstückspreise jetzt noch keinen dämpfenden Charakter. Es hat vielmehr einen preistreibenden Charakter für die frei finanzierten Wohnungen, weil dieser Wohnungstypus muss dann natürlich die geförderten Flächen oder diese Quersubventionierung für die geförderten Flächen auch noch stemmen. Ja. Was dazu führt, dass also die Schicht der förderwürdigen Mitbürger den Benefit genießt, 2/3 zu bekommen. Auf der anderen Seite die Schicht der nicht förderwürdigen Bürger mit exorbitanten Preissteigerungen im frei finanzierten Bereich zur Verfügung hat. Aber wie gesagt, Wien ist eine große Kommune. Wien hat Regularien eingeführt. Da, wo das größere Problem besteht, meiner Meinung nach, ist natürlich im ländlichen Bereich, weil dort der Bürgermeister eine sehr, sehr starke Position hat und bei den Umwidmungen nicht nur sich selbst und seine Parteigänger oder halt sein soziales Umfeld besser behandeln kann und das relativ klar auch machen kann. Und daher auch hier dieses Problem entsteht, wo der Christoph Achammer ganz richtig sagt, Widmungsgewinne werden privatisiert. Ja. So, und wenn man es hergeht und sagt, für eine Aufzonung gibt es eine Abgabe, dann ist das ein guter Ansatz meiner Meinung nach, um hier diese Aufzonungsgewinne auch zu vergesellschaftlichen. Man muss natürlich enorm aufpassen, dass dann der Weg zurück genauso funktioniert, weil es beispielsweise in Wien mittlerweile so ist, dass also bei Neuwidmungen Quadratmeter reduziert werden, ja, und trotzdem ein städtebaulicher Vertrag oktroyiert wird, wo dann noch zusätzliche Maßnahmen für die Stadt geleistet werden müssen, allein für die Tatsache, dass sich die Behörde überhaupt mit einer Neuwidmung beschäftigt, auch wenn sie gar nicht mehr bringt. Ja. Und das sind dann natürlich meiner Meinung nach Ungerechtigkeiten, die so nicht passieren dürfen. Entweder man sagt, Aufzonung muss man eine Abgabe an die Öffentlichkeit leisten, Klammer auf, wo ich der Meinung bin, dass die verpflichtend in die Infrastruktur investiert werden muss, nämlich in die unmittelbare Infrastruktur, und den städtebaulichen Vertrag, den der Christoph Achammer ja als positives Beispiel gebracht hat, der aber ja nichts anderes ist als ein Kompensat dafür, ja, aber natürlich dann auch entsprechend ersetzt werden müsste durch diese Aufwertungsabgabe. Der Weg zurück ist derzeit gesetzlich geregelt, das hat der Christoph Achammer auch schon gesagt. Also wenn jemand eine Reduktion der Widmung bekommt, dann hat er Anrecht auf eine Entschädigung. Und da sehe ich schon eine Möglichkeit, Regularien zu finden, die uns am Ende des Tages eine gerechtere Situation verschaffen und auch jedem, der ein Grundstück hat, vor Augen führen, dass er natürlich mit diesen Aufwertungsgewinnen, die vielleicht der Käufer dann tragen muss, dass er die dann in seine Preisbildung natürlich mit aufnehmen wird. Und auf dem Weg, glaube ich, können wir durchaus weiterdenken,
und einmal schauen, ob es eine österreichweite, und das ist das Wichtige, eine österreichweite Regelung gibt, weil diese fragmentierte Gesetzeslage, die wir in dieser Hinsicht derzeit haben, ja am Ende des Tages auch nicht befriedigend ist. Bevor ich dem Walter Hammerdinger das Wort gebe, vielleicht einen Input. In meinen Augen muss es nicht unbedingt eine österreichweite Geschichte sein. Denken Sie an ein nicht kommunistisches Land wie unsere westlichen Nachbarn, die Schweiz. Da gibt es eine bundesweite Regelung, die eine Mindestabgabe den einzelnen Kantonen vorschreibt, aber nach oben offen ist. Weil es natürlich schon etwas anderes ist, wie ein Kanton Zürich-Stadt auf so eine Widmungsabgabe reagiert, als ein Kanton in der französischen Schweiz. Also es wäre durchaus ein Beispiel zu nehmen, wie dort vorgegangen ist. Das ist in der Schweiz Gesetz, dass eine Mindestabgabe der Widmungsgewinne von mindestens 20% ist. Und das kann aber hinaufgehen bis auf 80%. Herr Hammerdinger. Vielen Dank. Ja, auch das Schöne ist immer, dass dieses Thema Grund und Boden ist so unter Anführungszeichen emotional, dass dann mit pointierten Aussagen, wie wir es jetzt auch gehört haben bei den Präsentationen, da schon ein bisschen Pfeffer in die Diskussion kommt. Vielleicht kurz zwei Punkte dazu. Ich will mich nicht wiederholen, was der Gerald Beck gesagt hat, nur ergänzend. Es ist natürlich diese Thematik, dieses ständige Weiterdrehen ist etwas, was ich ganz schwierig finde als Developer. Wir verkaufen immer. Also wir arbeiten nicht für ein Bestandsportfolio. Also wir sind ein wirtschaftlich geführtes Unternehmen und unsere Zielsetzung ist irgendwann am Verkauf einer Immobilien an unternehmerischen Gewinn zu lukrieren. Ja. Was die Herausforderung ist, und das wird uns alle Projektentwickler, aber alle Geschäftstreibenden haben, der Markt gibt uns vor, was wir für ein Produkt verlangen können. Ja. Es ist, irgendwo ist der Deckel. Ja. Und dann kann man sagen, 100% des verfügbaren Kapitals können wir jetzt investieren. Und die Frage ist halt, worin investiere ich es? Und da ist eine große Herausforderung, wenn man in Quartiersentwicklungen denkt, weil da geht es darum, auch bestimmte Qualitäten oder bestimmte infrastrukturelle Elemente auch direkt durch den Projektentwickler errichten zu lassen. Also ich glaube, es ist der Weg, natürlich wünsche ich mir auch einen österreichischen Weg, weil das wäre dann so ein erster Ansatz, dass man einmal einen gesamtösterreichischen Weg hat. Ich würde auch irgendwann gerne die neuen Bauordnungen loswerden, aber das ist, gehört hier nicht her, dieses Thema. Ja. Aber hier mal Chancengleichheit, ja, und Ausgeglichenheit über alle Bundesländer drüber zu ziehen, dass ich dann nicht auf einmal an Projektentwicklungstourismus habe. Ja. Ich lege mich an die niederösterreichische Grenze, nutze die Infrastruktur von Wien mit, weil dort müsste ich vielleicht nicht so viel Widmungsabgabe geben. Ja. Also da würde ich gern schauen, dass man es genereller sehen kann. Ein zweiter Punkt ist für mich dieses Thema, ich bin ein absoluter Freund, nicht nur aus der Profession Projektentwickler, sondern auch persönlich der Stadt der kurzen Wege. Ja, 15-Minuten-Stadt, wie auch immer Sie es jetzt nennen wollen, die Superblocks in Barcelona. Also ich bin ein Freund davon, dass man an der richtigen Stelle nachverdichtet. Und wenn ich jetzt hergehe und diese Nutzungen so ineinander schieb, dann brauche ich auch die entsprechenden Instrumente, dass ich hier auf unterschiedlichsten Ebenen unterschiedliche Nutzungen machen kann. Ja. Dieses Baurecht, da geht es nicht nur um das Eigentumsrecht, dass ich jetzt sage, ich habe ein unterirdisches Baurecht, ich habe ein Erdgeschossbaurecht und ich habe darüber liegendes Baurecht, um drunter die Garage zu machen, im Erdgeschoss den Lebensmittelhändler und darüber dann die Wohnungen. Sondern es geht auch daher, dass ich zum Beispiel Widmungen in unterschiedlichen Schichtungen machen kann. Das geht in einzelnen Fällen, haben wir das auch schon umgesetzt. Das ist ein Umdenken, das man hier herbeiführen muss. Und das Spannende ist ja, um nicht weiter nachverdichten zu müssen, und jetzt könnte man über diese Verdichtung auch die Brücke zur Nachhaltigkeit schlagen, um nicht dann immer wieder
funktionierende Gebäude abbrechen zu müssen, bräuchte ich natürlich in der Errichtung die entsprechende Flexibilität. Ja? Also kommen wir auch zur entsprechenden Widmungsflexibilität. Ja? Und Widmung ist ja nur relativ ungern flexibel, weil dann könnte ja der Entwickler zu viele Spielräume haben. Also muss man schauen, wie man hier eigentlich am Ende der Tage zu einer entsprechenden Vertrauensbasis kommt, die vertraglich vereinbart ist, weil dann ist wahrscheinlich die Vertrauensbasis entsprechend die richtige Grundlage da. Ja. Vielen Dank. Ich möchte jetzt den Floor für alle öffnen, vielleicht mit einem. Wir haben ja jetzt in den beiden Statements im Wesentlichen das Thema der Flächenwidmung behandelt. Das entbindet uns aber noch nicht, Lösungsmöglichkeiten, das Grundstück als spekulative Commodity aus dem Markt zu nehmen. Da würde mich natürlich interessieren, was für ein Aufschrei da durch die Runde geht. Bitte. Darf ich mich zu Wort melden? Bitte, Herr Röttner. Ja, ihr könnt entweder die Hand aufheben oder ich sehe eh, wer das Mikrofon ausschaltet. Ja, das geht schon. Firma Genböckhaus. Also wir sind Fertighaushersteller aus Oberösterreich, sind auch in Niederösterreich und Wien tätig. Und unsere Kunden beschäftigt natürlich das Thema Grundstückspreis und Grundstückspreisentwicklung ganz enorm. Und unsere Erfahrung zeigt, dass sämtliche bisher erfolgten Eingriffe, sei es jetzt irgendwelche Abgaben, Steuern, Immoest, wie auch immer, immer auf den Grundstückspreis aufgeschlagen werden. Das heißt, es ist ein Thema, was die Grundstücke nicht verbilligen wird, egal was man da einführt. Was bei uns in unserer Gemeinde jetzt mittlerweile gemacht wird, das sind Baulandsicherungsverträge mit, wenn jetzt ein Grundstück gewidmet wird, mit einem Preisobergrenze. Das ist das, was meiner Meinung nach der Ansatz ist, dass man sagt, das sind marktübliche Preise, aber da, nur so kann man die Spekulation irgendwie beeinflussen. Ich weiß, das ist extrem schwierig und geht ganz schnell in Richtung Diskussion, Enteignung, Teilenteignung, wie auch immer. Aber sobald man überlegt, zusätzliche Abgaben, Steuern einzuführen, sagt immer der Grundbesitzer, das ist mir egal, das bezahle ich nicht, sondern das wird dann draufgeschlagen. Ich kann dem sehr viel abgewinnen. Ja. Ich gehe ja noch einen Schritt weiter und stelle die Frage, wozu brauchen wir überhaupt Grundstückseigentum? Wir alle, also aus der Bauebene, wollen es eigentlich nur nutzen. So richtig, ja. Aber das ist bei uns zum Beispiel in Oberösterreich noch gar nicht verbreitet. Ne? Baurecht. Herr Riegler. Ja, ich habe jetzt nochmal das Mikro aufgemacht, um einen Kommentar einzubringen. Es ist natürlich so, also ich halte von dieser Obergrenze zum Beispiel gar nichts, weil im Endeffekt kriegt einer, der sie erbt hat von seiner Familie ein Grundstück, dann relativ wenig Quadratmeter Preis und wird so eigentlich um seinen Gewinn gebracht in dem Sinne. Also das finde ich auch nicht okay. Das ist schon richtig. Es kostet immer der Spekulation etwas. Ne? Ja, es geht die Spekulation verloren. Die Spekulation ist ja eigentlich nicht das, so wie es bei mir ist, dass ich über Jahrzehnte lang Vermögen von meinen Vorfahren zusammengesammelt habe. Ja? Sondern die Spekulation beginnt, wenn ich es verkaufe und jetzt irgendeiner kurzfristig dazwischen das Grundstück sein eigen nimmt, möglicherweise. Was er daraus legt. Und das ist meistens ein Vielfaches von dem, was der vorher bekommen hat. Das ist überall so. Ne? Meine Damen und Herren, ist es nicht, führt es nicht zu einer Grundsatzfrage? Also ich habe da im Landtag in Tirol beantwortet, habe gesagt, Freunde, wir stehen allein in Europa 500 Millionen Investoren gegenüber, potenziellen Investoren gegenüber. Ja. Mit einer lächerlichen Ausmaß an Grundstücksoberfläche. Wie wollen Sie das schützen, anders als durch Eingriffe in die Transformation? Nicht ins Eigentum, in die Transformation. Sehe ich noch eine Hand oben. Was ist, wenn das passiert, dass wir sagen, wir einigen uns, dass ab 1. Januar 2022 jeder sein Grundstück behält und der Wertzuwachs
an die Inflation gebunden wird und alles, was über den Wertzuwachs hinausgeht, steht der Allgemeinheit zu. Was passiert dann? Dann kann jemand sein Grundstück ewig behalten, verliert überhaupt nichts daran. Ja? Daneben kann eine Universität entstehen, eine U-Bahn-Station und eine Autobahn. Alles Aufwertungsthemen, die die Allgemeinheit bezahlt. Und irgendwann einmal, wenn aus diesem Grundstück, aus dieser Infrastruktur Nutzen gezogen werden soll, ist es doch nur fair, dass dieser Nutzen nicht dem der Zufälligkeit des Erbberechtigten zugutekommt, sondern der Allgemeinheit, wenn wir über ein so knappes Gut reden. Ich provoziere jetzt bewusst irgendjemand. Harald, bitte. Ja, das sind wir im Kommunismus. Ich meine, das Nein. ist erstens, aber zweitens, ich freue mich natürlich, je mehr Grundverkehr ist, umso mehr hat der Geometer zu tun. Also insofern nicht ganz bei dir, aber die Ansätze sind natürlich bekannt und wäre natürlich toll, wenn man das so umsetzen könnte. Ich glaube nicht, dass es Kommunismus ist. Also da bin ich, ich bleibe jetzt auf dieser Argumentationslinie. Wenn wir uns darüber einigen, dass es darum geht, das Grundstück zu nutzen und nicht zu besitzen, das ist auch für uns Architekten und Projektentwickler, ist ja eigentlich der Daseinszweck, durch gute Ideen, Objekte, Räume, Städte, urbane Strukturen zu schaffen, die Mehrwert schaffen. Ja, du hast sicher recht, aber das Problem ist ja generell, du kannst es bei allen Gütern natürlich, kannst du eine Preisobergrenze einführen. Aber da besteht natürlich sehr schnell oder mittelfristig die Gefahr, dass der Markt dadurch paralysiert wird. Das ist wahrscheinlich Kommunismus hin oder her. Die Auswirkungen haben sicherlich eine Auswirkung, also diese Preisobergrenze auf den Markt und auf die Entwicklung, denn in der Spekulation liegt ja auch viel Fantasie und es gibt sicherlich Leute, die gerne spekulieren und dann halt hoffen auf höhere Gewinne. Und dadurch ist es halt einfach so, Geld im Umlauf generiert wiederum Vermögen und Ertrag. Also ich würde, kann man das Wort vielleicht Kommunismus wegnehmen, aber die Gefahr der Paralysierung des Marktes in mittelfristigen Zeitabständen scheint mir schon gegeben zu sein. Walter Hammerdinger und Gerald Beck, seht ihr eine Notwendigkeit des Marktes von Grund und Boden, um den Immobilienmarkt zu beleben? Wir können doch den Markt genauso aufrechterhalten, wenn wir über Häuser reden. Jetzt habe ich dich schlecht gehört, Christoph, weil du hast abgehakt. Brauchen wir, was der Harald Meixner sagt, einen spekulativen Markt für Grund und Boden, um unseren Immobilienmarkt zu beleben? Ich glaube, es wird am Ende des Tages, egal welches System man fährt, wird es sich nicht ganz vermeiden lassen. Schauen wir doch nach Polen. Polen hat ein traditionelles Erbbaurechtssystem, wo Grund und Boden dem Staat gehört, wo es zwar seit einigen Jahren Privatisierungsmöglichkeiten gibt, die allerdings nicht in dem Ausmaß genutzt werden, wie man sich das erwartet hätte. Und dort basiert die Spekulation auf dem Verkauf des Erbbaurechtes. Ja? Also genau das, was bei uns auf Grund und Boden passiert, passiert dort auf Basis des Baurechtes. Wenn ich das Baurecht weitergebe, ist es je nach Nutzung, je nach Lage, hat das ein Preisticket. Und dadurch wird in Wahrheit ja, ist das nur ein Umgehungstatbestand zu der Situation, die wir ja derzeit hier haben. Das heißt, dass die Baurechtslösung als solche wird uns ja nichts besonders viel bringen, es sei denn, es wird hoheitlich festgestellt, welche Nutzung, welches Erbbaurecht maximal haben darf und dass Erbbaurechte nicht verkauft werden dürfen, also nicht gegen einen Gegenwert verkauft werden dürfen. Und da, glaube ich, haben wir dann schon ein Thema, dass wir ein bisschen in Richtung Kommunismus abgleiten. Und das, glaube ich, wäre auch eine gefährliche Entwicklung. Ich möchte aber nochmal zurückkommen auf das Thema der Aufwertung. Gewinne, weil das ist ja etwas, wo man sehr wohl sagen könnte, die Allgemeinheit muss etwas davon haben, dass ein Grünland in ein Bauland umgewidmet wird. Und hier ist, glaube ich, der richtigere Mechanismus zu suchen und hoffentlich auch zu finden, damit man diese Beträge, die man hier generiert, dann auch für die Allgemeinheit wieder mobilisiert, indem man sie in die Infrastruktur investiert.
Nur damit bringst du natürlich nicht weg, wenn ich da beim Fenster hinausschaue, ja, dass halb Europa rund um Kitzbühel Grundstücke kaufen möchte. Einfach nur so, ja. Und das hat mit dem Substanzwert eines künftigen Bebauung überhaupt nichts zu tun, sondern einfach, ich hab's und der andere hat's nicht, weil es ein beschränktes Gut ist. Und plötzlich kostet das Grundstück 10.000 Euro. Ja, das ist schon richtig. Nein, das ist schon richtig. Nur auf der anderen Seite, das ist so wie Gold, ja. Gold steigt deswegen, weil es halt nur in beschränktem Ausmaß verfügbar ist. Wenn Gold an jeder Straßenecke in Tonnen herumliegen würde, wäre es wahrscheinlich nicht wirklich ein Thema, dass der Goldpreis so hoch ist. Ja, nur Gold braucht natürlich nicht zum täglichen Leben. Ne? Das ist schon richtig, aber Grund und Boden braucht man in dem... Schon. Ja. Außer wir werden Amphibien oder ziehen in eine Raumsiedlung vom Herrn Musk. Ja, möchte ich eigentlich nicht. Das ist schon richtig, ja. Aber die Commodity als solches kann man ja nicht wegdiskutieren. Doch. Man kann nur die Auswirkungen der Commodity kann man versuchen, um den Zahn zu ziehen und die Spekulationsaspekte der Commodity zu entschärfen. Ich glaube, das ist die Aufgabe, die wir uns anschauen sollten. Ja, also das stimmt. Das ist ein erster, Herr Hammerdinger, brauchen wir den spekulativen Grundstücksmarkt, um was der Harald Meixner vermutet hat, um die Immobilienwirtschaft am Leben zu erhalten? Ich glaube, spekulativ muss die Liegenschaft nur dann sein, wenn sie direkt einen Nutzen abwirft. Ja? Und direkter Nutzen ist eigentlich eine Landwirtschaft. Ja? Ich habe dort, ich produziere auf dieser Fläche etwas. Ja? Was wir machen, ist ja, wir stellen ja am Ende das spekulative Gut dann her, das ist die Wohnung, die Büroimmobilie, der Retailmarkt, selbst der Stellplatz. Ja, das ist ja das Ergebnis, wo einer einen bestimmten Wert darin sieht und ein Jetzt hören wir den Weißen nicht, ja. Harald Meixner, du wolltest noch was sagen. Ja, ich meine, ich kenne das ein bisschen von Kitzbühel. Wir haben vor, ich weiß nicht, 15 Jahren in Kitzbühel gekauft und auch gebaut. Es ist natürlich, das Beispiel Kitzbühel ist natürlich fantastisch. Das unterstreicht ein bisschen meine Vorstellung. Warum kommen die Leute jetzt nach Kitzbühel? Ich meine, Kitzbühel ist schön, aber es gibt noch schönere Orte, also insbesondere auch in Tirol, würde ich einmal so sagen. Aber durch diesen Zuzug nach Kitzbühel entsteht dort ein Markt für alles Mögliche, also volkswirtschaftlich spannend. Jetzt gebe ich schon zu, man müsste eigentlich natürlich europaweit sehen, aber lokalisiert auf Tirol oder auf Kitzbühel gesehen, ist diese Spekulation von sehr positiv, glaube ich, oder? Ja, aber wärst du dort hingezogen, auch wenn das Grundstück nicht 5.000 Euro kostet hätte, sondern nur 2.000? Also, oder bist dorthin gezogen, das ist jetzt indiskret, aber trotzdem, bist dorthin gezogen in Erwartung, dass dein Grundstück so viel mehr wert wird oder weil du nach Kitzbühel ziehen willst? Also ich wäre sicherlich nicht dorthin gezogen, wenn das im nördlichen Waldviertel ist, auch wenn man dort Skifahren könnte. Also ich bin schon interessiert, bei meinen Investments auch auf einen zukünftigen Ertrag zu sehen. Momentan ist mir egal, was es wert ist, aber es ist mir lieber, ich weiß, es ist mehr wert als vor 15 Jahren. Ne? Ja, also ich glaube, diesen Weg muss man ja irgendwie gehen, ja, das wäre eine Geschichte, dass man es wertsichert, vielleicht sogar mit der doppelten Inflation, aber eben nicht mit der zehnfachen. Ne? Um das Thema geht's. Also meine Damen und Herren, wir neigen uns der Stunde zum Ende, ist natürlich wie immer viel zu knapp. Ja? Ich bedanke mich aber für Ihre Teilnahme. Ich würde Sie auffordern, wenn Sie eine Nacht drüber schlafen und Beiträge haben, ja, dass Sie die an die IG Lebenszyklus schicken. Wir werden noch in einigen heißen Gefechten versuchen, bis zum Sommer oder spätestens bis zu unserem Jahreskongress im Herbst ein Grund- und Bodenmanifest zu verfassen, ohne dass wir uns gegenseitig die Köpfe einschlagen, dass wir alle miteinander mittragen können. Aber ich glaube,
es haben diese wenigen Minuten auch der Diskussion gezeigt, wenn man sich mit dem Thema intensiv und final auseinandersetzt, dann müssen wir jetzt Maßnahmen ergreifen. Ich glaube, die Regelung des Grund und Bodens, die ja eng verkettet ist mit der Raumordnung, mit der Neuorganisation des Verkehrs und eben mit der Wertschöpfung, speziell in so einem Land wie Österreich, in dem wir leben, um getrieben wird, einigermaßen näher zu kommen. Vielen Dank und ich gebe zurück an Herrn Jakobsen. Vielen Dank, Herr Achermann. Ich möchte mich beim Kollektiv Christoph Achermann, Gerald Beck und Walter Hammertinger ganz herzlich bedanken. Es war urspannend und möchte mich auch bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern bedanken für die rege Teilnahme. Und zu guter Letzt noch aufmerksam machen auf das nächste ConExBau Online Forum. Das findet nämlich statt am 23. Juni. Da wird in den nächsten Tagen noch eine Information rausgehen. Das wird gestaltet von der Arbeitsgruppe EU-Taxonomie, von Stefan Huferer von der KPMG und von Christian Plaas von der Denkstadt. Ganz herzlichen Dank.